Ja, hallo, ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum gleich startenden Ereignis hier beim JFD Live Trading TV. Wir haben noch ein bisschen was über eine Minute, knapp anderthalb Minuten, und dann kommen die Non-Farm Payrolls rein. Hier der US-Arbeitsmarktbericht immer am ersten Freitag des Monats. Ja, wir wollen uns das mal anschauen. Hier haben wir zunächst den DAX und den Euro als sozusagen Top-Underlyings hier im Blick. Euro ist oder zuckt hier schon ein Stück weit nach oben. Warten wir mal ab, was das noch wird. Ganz kurz vorab mal zum DAX. Hier die Beschau des Charts auf Stundenbasis, rechts oben Tagesbasis, die Wochentagsstatistik. Vielleicht für den Freitag auch mal gar nicht so uninteressant heute. Wir haben hier mit 39% ganz klar einer der schwächsten Handelstage. Hier so eine Art fallendes Dreieck im Stundenchart. Wollen doch mal sehen, ob der DAX hier nach unten wegbricht, wenn die Daten reinkommen, oder ob wir eben nach oben rausziehen. Die entscheidenden Marken sind ja praktisch vorhin schon in dem Stunden-Chart-Check genannt worden im JFD Desktop im Stream. Insofern genau dieser Chart auch für Sie abrufbar. Und dann einfach mal beobachten, wohin die Reise geht. Hier auch die JFD-Indikation im Live-Chart von Guidance direkt mit drin. Also insofern ganz interessant. Gut, dann wollen wir mal schauen, was hier noch passiert. Gute Sekunden verlaufen, also der Euro zuckt schon. Es gibt natürlich auch eine Spread-Ausdehnung. Aber wir wollen erstmal sehen, was der DAX hier im Schwerpunkt macht, und dann widmen wir uns in jedem Falle dem Markt. So, 3, 2, 1, Mainz. Jetzt kommen die Daten raus. Euro gap nach unten raus. Müssen wir uns direkt mal hier kurzerhand, da ist es, auf der rechten Seite. Hier im 5-Minuten-Chart-Intervall. Euro ist Dollar unterm Daily Pivot Point. Kippt nach unten weg, müsste also dafür sprechen, dass die Daten gut reingekommen sind. Genau, neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft Januar erwartet wurden 231.000 nach 252.000. Das ist der Sachstand. Die erwarteten Werte kommen jetzt rein. Arbeitslosenquote leicht gestiegen von 5,6 auf 5,7. Also hier, da zieht er nach oben, und die neu geschaffenen Stellen sind hier 257.000. Also Arbeitslosenquote steigt, aber neu geschaffene Stellen auch. Insofern, wie reagiert der Markt? DAX zieht nach oben raus, wie wir gerade sehen. Euro-US-Dollar kippt nach unten weg. Interessante Konstellation. Aber im Wesentlichen hier noch nichts Großes passiert beim DAX links, beim Euro-US-Dollar rechts. Natürlich die neuen Tagestiefs sind hier, jetzt müssen wir nochmal ein Stück weit das Ganze reinzoomen. Ein Anlass dafür, dass, wenn wir jetzt unterhalb des Pivot Point Level des heutigen Tages bleiben, durchaus hier in Richtung 1,1315 weiter korrigieren können. Also hier hat der Euro gegenüber dem US-Dollar durchaus noch einiges an Abschlagspotenzial zur Verfügung. Das sieht nach weiter fallenden Preisen aus. Der müsste hier auf jeden Fall noch ein Stück weiter runterkommen, das tut er auch gerade. Hier mit dieser Monster Candle, monsterbärischen Candle dahingehend. Links der DAX schraubt sich nach oben. Wir sind aber hier, und das ist auch gut zu sehen, Stundenchart Intervall jetzt hier an so einem wichtigen Widerstandslevel angekommen. 10.845 rund, 10.840. Das ist ein Breakpoint, da muss er drüber. Idealerweise per 5-Minuten-Kerze, um hier ein klares Signal zu liefern. Machen wir das Bild mal ein Stück weit größer beim DAX. Wir haben jetzt hier einen Intraday-Widerstand, der sich auch hier herleitet aus dem Vortag. Wir sehen es hier, 10.845 etwa. Da muss der DAX drüber. Geht es dann über den Pivot Point, dann sieht es weiter gut aus. Ansonsten eher mal ein bisschen Vorsicht walten lassen, ob der DAX sich hier noch mal oben rausschraubt oder nicht. Aber Euro ist oder macht das, was fast schon jetzt mit dem kleinen Down Gap hier schön zu sehen ist, dass der Markt entsprechend weiter nach unten kippt. Erstes Ziel wäre hier Support Level 2 im Sinne der True Range. Auch das gestrige Tagestief hier 1,1317. 2, 1, 13, 15 hier in diesem Bereich sehe ich gute Chancen, dass Euro-US-Dollar dahin driftet. Und er tut es auch. DAX, wie gesagt, die aktuelle 5-Minuten-Kerze wird abverkauft. Und er dreht in Richtung Tiefs. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Stundenchart. Da ist er. Noch nichts passiert im Wesentlichen. Wie gesagt, wir haben schon Tage erlebt, gerade zur EZB oder zum Non-Farm Payrolls, da hat sich der DAX hier um die, ja, 100 Punkte mal recht zügig, 100, 200 Punkte bewegt. Das waren da schon ambitioniertere Bewegungen als jetzt gerade. Beim DAX gilt, wie gesagt, auf der Oberseite 10.845 im Auge behalten, gerade mit sehr kurzfristigem Blick Intraday-Chart.
Der Unterseite hier dieses Level ganz wichtig, 10.790 rund. Wenn der DAX hier sich stabilisiert, dann hat er eine Chance, im Sinne dieses Supports der letzten Tage nach oben zu drehen. Tut er es nicht, gehen wir hier raus unter 10.775, dann sieht das auch für die kommende Handelswoche, für die nächsten Handelsstunden nicht gut aus. Die US-Futures sind hier marginal unterwegs, also keine große Überraschung. Die Index-Futures und die Indikationen marginal im Gewinn. Wir sprechen hier über 0,03, 0,07%, also alles sehr, sehr überschaubar. Insofern hätte man fast mehr Bewegung erwarten können. Zum Euro-US-Dollar nochmal ganz kurz. DAX, wie gesagt, sucht sich hier zu finden. Euro-US-Dollar weitergehend tief, wie gesagt, hier erstes Tief. Könnte jetzt tatsächlich bald angelaufen werden. Wollen doch mal sehen, ob es soweit reicht. Grundsätzlich kurz eine kleine Beschau noch zum DAX. Wenn er nach unten wegbrechen sollte, jetzt wäre das im Sinne einer Konsolidierung noch nicht überzubewerten. Wir sehen hier den großen Chart auf Tagesbasis, diese doch schon sehr steile Entwicklung hier seit Anfang des Jahres. Und alles, was hier Rücksetzer sind innerhalb dieses breiten Trendkanals, sind im Prinzip Kaufgelegenheiten. Das muss man ganz klar so sehen. DAX also langfristig weiter in einem positiven Bild. Hier eine schöne Zone, 10.600, 10.500 Punkten, das wäre ein Level. Wenn er tatsächlich da zurückkommt, kann man überlegen, hier am EMA 20 diese rote Linie, mögliche erste Position einzugehen. Aber es sieht wie gesagt so aus, als würde der DAX jetzt hier erstmal ein bisschen verschnaufen wollen. Wir sind auch hier in den letzten Tagen an dieser oberen deckelnden Trendkanallinie, die hier auch schon im November ihre Bestätigung hatte, ihre Widerstandsbestätigung mehrfach dran gestoßen. Also insofern hier tatsächlich eine kleine Hürde auf der Oberseite. Aber die mittelfristigen Ziele, wenn man von mittelfristig sprechen kann, das kann bereits auch schon in den nächsten Monaten, Schrägstrich nächsten Wochen passieren, sind hier weiter oberhalb von 11.350, 11.400 Punkten zu suchen. Bleibt wie gesagt ganz interessant der Index. Nachher gibt es noch eine Beschau zu den asiatischen Indizes, hier speziell der Nikkei und der Hang Seng. Freuen sich darauf auf eine größere Analyse, auf eine größere Beschau mal der Märkte aus Fernost. Wie gesagt, die Daten sind reingekommen, Arbeitslosenquote leicht gestiegen und neu geschaffene Stellen ex-Agrar wohl bemerkt hier auch leicht gestiegen. Also insofern eine Pattsituation. Der Markt nimmt es wie folgt auf. Euro-US-Dollar wird abverkauft, geht hier knapp einen Prozent nach unten. DAX noch so ein bisschen unentschlossen, aber war schon den ganzen Tag im Minus und kommt hier auch nicht raus aus der Verlustzone. In diesem Zusammenhang, liebe Zuschauer, warten wir mal ab, wie der Tag endet. Rein statistisch, ohne Fuzzi-Logik, sondern rein von dem statistischen Pattern, haben wir hier Freitag während der letzten 52 Handelswoche einen negativen Handelstag. Und es könnte so sein, dass wenn der DAX hier nicht signifikant nach oben dreht, sich das heute auch tatsächlich bestätigt. In diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Restfreitag. Schauen Sie nochmal im Stream vorbei. Nachher gibt es neben der Analyse zu den Asien-Checks auch noch eine Abfrage in Sachen Wunsch-Titel für die kommende Woche. Also bis dahin eine gute Zeit und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.